Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich bin euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir die Majin Buu-Saga abgeschlossen, haben einfach auf Weiter gedrückt und sind da mitten im Kampf der Götter gelandet zwischen Son Goku und Lord Bills oder Beerus oder wie auch immer er nochmal genannt wird in der deutschen Version. Oh, Entschuldigung. Und ja, da sind wir gelandet, weil wir einen mysteriösen Fremden gefolgt sind, der die diese komische Frisur hat. Ich meine, das könnte wirklich jeder sein. Das ist noch nicht mal so weit hergeholt, weil wegen Bosett gibt es viele Leute, die diese Frisur haben. Also es könnte wirklich jeder sein. Jedenfalls, was euch dabei gefällt, könnt ihr ja ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Und ja, wir kommen und machen den Kampf jetzt. Indem wir irgendwie rein katapultiert worden sind, mehr oder weniger. Ich habe ganz offensichtlich natürlich nichts gemacht zwischen den letzten Part. Ja. Bild doch. Boah, soll ich vergiftet, ehrlich? Ne? Ich glaube, es ist eine Frisur. Ach. Ich verarsche nicht, ich bin ja vor allem gewinnen. War weggesagt. Vor diese Theorie irgendwie weiter aufgezeigt wird. Na, ja, der Narbe. Das ist Bardock, oh mein Gott. Ja, du kommst doch später irgendwann vor. Kämpfte die ganze Zeit. War Son Goku jetzt überhaupt im Super Saiyan God Modus? Ich habe da irgendwie nicht so. Ich habe da jetzt nicht so aufgepasst. Boah, leck mich ab. So, jetzt wäre ich ab. Jetzt macht er. Ey, will mich eigentlich verarschen? Ich kann nichts dagegen machen. Jedes Mal, wenn ich nicht damit rechne, kriege ich auf die Fresse. Jedes Mal, wenn ich damit rechne, macht er irgendwas anderes. Das kann einfach nicht wahr sein. もう少し待ってよ。ああ。言ってくれるじゃないか。僕が誰だか分かってて喧嘩を売ってるのかな。ビルスだ。この宇宙で最強の破壊神だ。それだけ偉い神だ。少しは寛大になったらどうだ。 Oh, ich merke gerade, ich habe niemanden, der mich wiederbelebt, also muss ich gewinnen. Oh. Ah. Gerade wo ich jetzt gemerkt habe, gewinne ich natürlich. Na, weiter. Kampf der Götter. Oh mein Gott. Ich hasse es, wenn ich auf Weiter drücke und dann kommt direkt die nächste Dingens hier, die nächste. Warum hat mich da nicht gefragt, ob ich eine Pause machen will oder so? Nee, warte, Son Goku war gar nicht mehr. Dass jetzt irgendwas zu essen ist, ne? Boah, leck mich am. Milch? Boah, ich krieg die Krise. プリンタイムだ。な、ほらにも一個くれねえか。腹減っちまって。ああ、いいぞ。
Die Macht des Pudding ist so stark, wir müssen weg. Oh Gott, das ganze Universum ist jetzt dran. Will ich nicht auf den Arm nehmen? Kannst du ihn nicht irgendwie mit einem Schlag irgendwie so fertig machen oder so? Wie war das nochmal? Das Pudding-Problem, Bills Zorn. Oh, wisst ihr, wer ist mir? Oh Gott. Sehr beruhigend. Das war kein Kompliment. Was ist das hier bitte für eine Wendung? Okay, doch bist du los, ausgezeichnet. Du bist sogar ein Level, zwei Level höher. Ist bis Level 80. Nee, Level 60. Was hat er denn jetzt gemacht? Ich hab auch gegrabt, was soll das eigentlich? Der macht das, der tut schon nach hinten schlagen, bevor ich mich überhaupt teleportiert habe. Habt ihr das gesehen? Das darf einfach nicht wahr sein. Okay. Aber stimmt, der Son Goku war gar nicht mehr im Gott-Modus. Nachdem sie ins Weltraum geflogen sind. Oh Gott, warum ist meine Ausdauer kaputt gegangen? So, lass mich mal ganz kurz heilen. Mit dem Pudding gegessen, jetzt geht's mir besser. Klar, genau so, Gott und so. Oh, oh, oh. Oh geil. Aha. Alter, der Schaden von dem, ne? Mein Mist könnte mich locker wiederbeleben, aber trotzdem. Was hat? Oh, gezeichnet. Boah. Kaioshin, der Zeit, was hast du uns angetan? Und jetzt frisst das. Oh, sehr gut. Vorher gegen Asteroiden geknallt. この振りじゃ何始め働きです。あ、それはこう。落ち着かれたようですね。ビルス様。こっちもやっと腹の痛みがマシになってきたぞ。すみません、ビルス様。お詫びに今度。本当でも。やめろ。僕を殺す気か。 君の料理はもうこりごりだよ。なんだか疲れちゃったな。帰るか、ウィス。はい。よかった。地球もなんとか破壊されずに済んだみたいだ。
Er sagt es voll casually. Oh, ist die Erde doch nicht zerstört worden. Pff, schon wieder. Wäre ja schon zweimal. Einmal in Rainbow Set und dann einmal in GT. Oh, was soll's. Aber GT ist ja nicht passiert. In der Zeit. Könnt ihr mich nächstes Mal warnen, bevor ihr mich in eine neue Zeitlinie irgendwie reinschickt? だれかさんのせいでの。何よ。私のプリンがなかったら、もっと大変だったかもしれないわよ。しかし、結局ミラも仮面のサイヤ人も逃がしてしまいましたね。そうね。やつらの手口は分かったんじゃ。もう同じ手は食わんぞ。さて、向こうは次にどう出てくるか。あ、また銀座へ別なんです。ね。 Das Ende des Kampfes der Götter, nehme ich an. Gut, dann als Parallelquest, würde ich sagen. Bis dann die Kämpfe ja noch nachholen. Und ich habe keine Ahnung, welcher Kampf als nächstes kommen könnte. Storymäßig, vielleicht wird es danach schon zu Ende sein. Muss man die Trophäen nachgucken. Da sind so ein paar Tipps, nehme ich an. Und hier vor ist ein Ausbilder, ne, Mini-Quest. Rotes, ein blaues Quest-Symbol. Trunks als Kind, was hast du für eine Mission? Du bist doch ein Saiyajin, ja? Hua, du musst echt stark sein. Der Gott der Zerstörung Bills ist ziemlich wütend auf uns. Er sagt, er würde die Erde zerstören. Ich habe versucht, ihn aufzuhalten, aber er ist so stark, dass ich keine Chance hatte. Könntest du bitte für mich aufhalten? Das ist auch eine Mission. Aus dem ersten Teil, glaube ich. Ja, komm schon. Ein paar werde ich auf jeden Fall Kampf der Götter nennen, deswegen können wir ruhig ein paar Kämpfe ja mit Bills machen. Und wir kriegen wahrscheinlich jetzt voll auf die Fresse, weil das irgendwie voll schwere Parallelquest ist, ne? Ja, die Quest kenne ich, den Namen. Was ist das für eine unnötig epische Musik? Ja, voll die Kriegstrompeten, die man hier hat. Ha. Alter, ich krieg so auf die Fresse gerne. Auf den Angriff konnte ich irgendwie noch nie ausweichen. Ich wollte eigentlich nicht treffen, aber okay. Da darf ich mich jetzt verwandeln. Danke. Vor allem, ich bin vollkommen allein, ne? Den Kampf hier vollkommen allein machen. Boah, ey. Da ich habe so wie gar nichts bisher geschafft hier. Aua, nicht schon wieder. Wie oft in letzter Zeit passiert, ne? Irgendwie ist es ganz schön passiver als Bild. Also bin echt. Nicht rein, danach kommt Son Goku noch als Super Saiyan Gott. Ha, ich habe eine Auswahl gebrochen. Ich sehe gerade erst, was der für Wert hat. 60, ja. Die Musik im Hintergrund. Köpfen wir uns den zurzeit stärksten Charakter in ganz Dragon Ball vor. Warum nicht? Gar nicht erst wissen, wann der Punkt kommen wird, in dem der ernsthaft kämpfen muss. Ich meine, der Punkt wird irgendwann kommen, ne? Und ich hatte die ganze Zeit immer hier nur zum Fressen irgendwie zur Erde kommen. Das stört mich so ein bisschen. In der Story von Dragon Ball Super. Wir haben die ganze Zeit irgendwie so voll überporte Charaktere.
die eigentlich alles regeln könnten, aber die machen nichts außer fressen. Schon wieder? Fragst du mich da? Ah. Die Kugel ist ja immer noch da, aber zum... Nein, das wollte ich nicht machen. Genau deswegen. Oh nee. Ist er nicht umgekehrt? Er hat erst irgendwas gebaut, damit man es wieder zerstören kann. So wie Logik von Kefka aus Final Fantasy 6 jedenfalls. Was zum... Warum etwas erbauen, wenn man es wieder zerstört wird? Warum den Tod fürchten, obwohl man weiß, dass er irgendwann sowieso kommen wird? Nein. Ah, Meister Freezer. Freezer, Dono. Taskete. Hey, warum ist meine Ausdauer immer so niedrig? Bei ihm scheint sie sich voll schnell irgendwie hochzuladen, aber mir? Hallo, Freezer. Was du sagst, Freunde. Gott der Zerstörung. Das ist jetzt auch Level 60. Ich bin Level 65. Ein bisschen zu knapp. Hey, wir sind jetzt schon wieder, Alter. Ja, wenn ich mein Ultimate raushaue, scheint irgendwie Charakter irgendwie weg zu sein. Ja, warum ist meine Aussage immer so langsam am Hochladen? Weil ich ein Super Saiyajin? Ja, okay, weil ich ein Super Saiyajin bin, ne? Das macht Sinn eigentlich. Also bezeichnet getimt. Wurf. Und nein, ich dachte, er ist tot. Krise. Okay, ist gut, ist gut. Ist gut. Oh, sehr gut. Oh mein Gott. Dies Fights. Es geht wieder so wenig Dinge. So, Gokus Arbeitskleidung. Ach, die aus dem Intro von Dragon Ball Super. Das Radieschen Farmer, die Kleidung. Ich finde das voll ironisch, ey. So, Goku tut seinen Bruder aus dem Boden ziehen. Die Musik hat sich schon wieder geändert in Downtown City. Downtown, ja, ne? Mo, das ist wirklich geschafft. Du hast gewonnen. Du bist toll. Wer ist wohl stärker? Du oder mein Papa? Du musst mal bei mir vorbeikommen. Ich will dich gegen Papa kämpfen sehen. Okay. Das ist doch eine Mission. Ja, auch. Am Kami aus, glaube ich. Machen wir das da auch noch. Wieder irgendwas mit Göttern oder so. Da oben ist. Was ist da oben? Weiß ich nicht. Namek und so, ne? Wo ist das Heimen 1 und 2? Ne, warten wir mal. Warte mal, ich muss mich da interpretieren. Der Teleporter-Typ hier, nein, da. Ja, um ist die Pilzwüste. Aber sind auch zwei. Sind zwei nebeneinander, ne? Oder meinen da
Udo. Wer seid ihr denn? Ihr seid irgendwelche random Typen, ne? Vielleicht kann ich, glaube ich, Dragon Balls holen. Bist du ein Vereiner? Beginne von Ginnison, komm mal, ich gehöre zu laut dieser Spitzenoffizier, na, du bist offenbar baff. Mit deiner Kohlenpose hast du nicht gerechnet, aber lass mir das. Scheint ein paar schöne, starke Muskeln zu haben. Ich will Muskeln speisen oder was? Keine Ahnung. Machen wir großes Heim in 1 und 2 Missionen. Scheint mir die so frei. Ey. Sonst Stupi, was? Ja, sonst Stupi. Na, wo ist das? Das Kame haben wir aus. Alter, wo ist das? Deswegen. So, hi, ihr wollt Mission machen? Gut. Ich bin der Freund der Rechte, ein Verteidiger Freiheit. Ich bin der große Simon 1. Dito, ich bin der große Simon 2. Bist du ein Saiyajin? Du strahlst eine große Macht aus. Was Großes und Böses bedroht die Erde. Allein können wir vielleicht nicht retten. Wir brauchen eine Hilfe. Lass uns diesen Böse im Namen der Gerechtigkeit zusammen bekämpfen. Ach, das ist vom Film, ja. Oder? Als Son Gohan gegen Freezer gekämpft hat im Film. Und ihn mit einem Schlag weggepustet hat. Ah, schön. Ich kann da versuchen, es zu erklären, aber der Film. Hey, das ist auch eine Mission aus dem ersten Teil. Boah. Ich könnte jetzt mal versuchen, aber es gibt keinen Moment in Dragon Ball Z, in dem der Film zeitmäßig möglich ist. Kann ich den Kopf da irgendwie. Es gibt okay, es gibt Momente, aber die würden nicht sehr viel Sinn machen. Der Moment, in dem, weiß ich nicht, in der Film stattgefunden hat, war irgendwie, weiß ich nicht. Als Vegeta tot war, als Son Goku tot waren. Das war zum Zeitpunkt der Majin Buu-Saga. Ein sehr kurzer Zeitpunkt. Aber das kann eigentlich auch nicht sein. Der Moment, in dem Son Goku nämlich tot war und Vegeta auch, war nachdem Majin Buu ja, von Vegeta getötet worden ist, nicht getötet, aber in Luft gesprengt worden ist. Und ja, weiß nicht, danach Son Goku irgendwann zurück zum Jenseits gegangen. Also der einzige Moment, in dem das möglich war, ist. Ist an dem zum ersten Mal Son Goten und Trunks die Fusion geschafft haben, weil die konnten ja die Fusion auch im Film. Das heißt. Okay, es ist möglich, aber. Es ist ein sehr kurzer Moment. Und während der Film sozusagen stattgefunden hat, der könnte stattgefunden haben, als Majin Buu gut war. Und ja, irgendwie nichts gemacht hat auf der Erde. Und Mr. Satan befreundet hat, als er noch dick war. Das wäre wahrscheinlich der einzige Moment, in dem der Film zeitmäßig möglich wäre. Weil das ist, macht nicht sehr viel Sinn. Cybermen auf mich. Jetzt sind wir auf Arschen. Das sind überhaupt die großen Cybermans? Warum heißt die nicht, warum heißt wieder nicht Great Cyberwoman? Macht doch voll. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Sie heißt Great Cyberman, ist eine Frau. Macht doch irgendwie. Ja, ne. Was soll das? Was ist ihr da? Ich brauche nur zwei Keybalken für dich. Autsch. No, das wollte ich nicht machen. Was ist das?
So, gut. Es kommt dann noch wieder und Zelle, glaube ich, ne? Von meiner Ausdauer, ne? Ja, okay, stimmt. Das macht eigentlich Sinn, dass hier meine Super Saiyan-Verwandlung mich abhält, hier meine Ausdauer zu regenerieren. Oder schneller zu regenerieren, weil meine Pfeile tun sehr viel schneller ihre Ausdauer regenerieren. Doch, cool, doof. Achso, ach, er hat mich eingefroren in der Zeit, oder wie? Nein, Apul. Apul kann voll verteidigen dagegen. Bah. Aua. Ha. Ich glaube, nicht irgendwie viel an meinen Angriffen verändern, fällt mir gerade auf. Okay, jetzt ist die Buu-Saga und die Kampf der Götter-Saga. Wenn ich sie mal abgeschlossen, kann ich wahrscheinlich wieder neue Sachen kaufen und neue Fähigkeiten. Dann werde ich wahrscheinlich hier so wieder ein bisschen gucken, was hier ergibt, so fähigkeitenmäßig. Ich glaube nicht, dass ich viel ändern werde. Im ersten Teil habe ich ja voll irgendwie fast jede Staffel irgendwie meine Kleidung und so geändert. Aber ich finde, boah, da willst du mich doch eigentlich hier verarschen. Aber ich finde auch irgendwie kleidungsmäßig nichts, was mir so gefällt. Im ersten Teil habe ich mehr so, weiß nicht, mein Hauptcharakter mehr so Kampfuniformen getragen, so wie Son Goku. Ich wollte eigentlich in dem Teil mehr so Rüstungen tragen, so, weiß ich nicht, Saiyajin-Rüstungen, aber gibt es leider nicht. Ich dachte, weil ich jetzt schon in so einer Rüstung hier irgendwie starte, dass ich irgendwie auch, boah, ich dann irgendwie so spätere neue Rüstungen, also was bekomme, aber bekomme ich ja leider nicht. Also ändert sich ja mein Design irgendwie nichts von meinem Charakter. Alter, wie viel kommen denn hier noch? Oh, ich tue mal ein Heil-Ding einsetzen. Ich dachte, ich bekomme voll viele so Saiyajin-Rüstungen irgendwie so im anderen Design. Aber bekomme ich leider nicht. Ich möchte ja nicht die ganzen gleichen Sachen wie im ersten Teil Schwert tragen. Aber warte, ich hätte ich ansprechen müssen. Warte, jetzt seid ihr weg. Ich wollte mich offen. Jetzt kommt er. Sehr gut. Ich dachte, du bist der große Saiyaman. Vor allem hat sich jetzt voll als Son Gohan geoutet. Statt als großer Saiyaman. Naja, Frieza ist ja mein Meister im Moment. Nein. Entschuldigung. Ich will mir gerade auf, dass ich noch eine große Saiyaman-Mission machen. Ja, ich frage mich echt, ob Son Gohan eine Chance gehabt hätte gegen Cell, wenn der im Film aufgetaucht wäre. Oder allgemein. Ich bezweifle irgendwie, dass Dabra so stark ist wie Cell. Hieß es ja. Und Son Gohan hat ja richtige Schwierigkeit gegen Dabra gehabt. Pff, nimm das. Ich hatte eine Chance als Erwachsener gehabt hätte gegen Perfect Cell seiner aufgepowerten Form. Ah, wieder daneben. Boah. So macht man Kamehameha. Was hast du mir noch gelehrt hier im ersten Teil? Das perfekte Kamehameha. Das muss ich übrigens wieder von dir lernen. Warte, noch mehr? Okay, nee, da kommt noch jemand. Majin Buu? Was? Normaler Cell und cooler? Was ist das für eine random Kombination? Vor allem da wir gerade Cell fertig gemacht haben. Übrigens, die Mission ist dann ein bisschen anders wie im ersten Teil. War es, glaube ich, nur gegen Cell am Ende.
Aber ich habe noch zwei Begleiter. Also kann halt nicht so schnell hier schief gehen. Da werden die Teleportierer Kreis gehalten. Ja, nicht aber. Nee. Also Minuten haben wir schon wieder, meine Güte, das muss jetzt hier schnell zu Ende sein. Ah, stimmt, ja, Cooler wurde auch wieder belebt, glaube ich. Man gesehen im Film, mein Gott, was zum Ah! Was war das? Eine Sonnenattacke eingesetzt, aber du kannst sogar keine Sonnenattacke. Ah, da kommt schon wieder Flieder, danke. Der benimmt er doch nur als Entschuldigung, gegen Cooler zu kämpfen, oder? Der will mir doch gar nicht helfen, der will einfach nur Cooler in die Fresse geben. So. Was da, da kommt noch mehr. Kommt einfach noch mehr. Alter. Was ist hier auf einmal los? Alter. Ich tue mir meine Energiekapsel ein. Drücken. Alter, macht man einen Kampf hier. Also ein Kampf der Götter hier. Boah. Boah, ich liebe diese Teleportation werden. Das ist stark. Au, au. Nein. Was ist das? Nein. Hast du mich gerade beglückwünscht, dass ich dich fertig gemacht habe? What is wrong with you, Frieza? Alter, was das hier für ein Kampf ist, ne? Überrascht, dass die beiden noch am Leben sind. Ja, wir sind die alle 40. Wer willst mich auf den Arm nehmen? Der ist noch nie im Leben nur Level 40. Wir schauen, wie Cooler mir auch vorhin schon gemacht hat. Ich kann doch nicht nur Level 40 sein. Videl sollte eigentlich gar nicht mehr auf den Beinen sein. Wer ist Level 28? Was? Zwei Level unter Son Gohan. Oh. Und seit ich mich teleportieren kann mit dem Kamera, treffe ich damit sehr viel öfter. Ja, ich nenne diese Attacke in Kamera Regen. Auch Mann, das wäre so geil gewesen. Was ist ja das? Und tschüss. Da war mein Kampf. Alter. Z auch noch. Natürlich. So einen großen Teil an meinem Kopftuch. Hätte ich jetzt noch die Attacke bekommen, hätte ich hier nie wieder reingehen müssen. Aber nein. Das sollte ja nicht so sein. Gut, haben wir das auch geschafft. Weiß nicht wie, aber wir haben es geschafft. Ausgezeichnet. Gut. Solange es das Böse auf der Welt gibt, wird die Gerechtigkeit heller strahlen. Und sie wird nicht aufgeben, bevor wir siegreich sind. Ja, ihr mich auch. Gut, dann würde ich sagen, ich kann den Party beenden. Willst du noch irgendwas von mir? Mama. Ja, schon Freitag? Warum? Kann ich dir nicht sagen. Geheimnisse? Okay, ich spreche dich mal irgendwann freitags an. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Party hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis zur nächsten Folge.